Hallo liebe Freunde von The Concert Everyday. Heute melde ich mich beim zweiten Bandsupporter Halbfinale 2019 in einer neuen Location, wo glaube ich noch kein Halbfinale von Bandsupporter bisher waren. Zwar ist es hier, seht ihr im Hintergrund, das JUZ in Langen, Jugendzentrum Langen in Hessen. Das ist eine schöne Location. Hier finden auch viel öfters mal Konzerte statt. Das Ganze hat so ein bisschen hier vorne erstmal Sportplatzatmosphäre, bis man hier im Prinzip überhaupt reinkommt. Ich nehme euch mal mit ein paar Schritte, dann könnt ihr ja mal schauen, wie es im Prinzip hier im Hof aussieht. Oben im ersten Stock im JUZ finden die Konzerte statt, Backstage-Raum. War schon oben, habe ein paar Bandinterviews gemacht und auch schon ein bisschen was vom Konzert aufgenommen. Wir schauen mal rein, wie es ist, und ansonsten kurze Zusammenfassung von den vier Bands, die es heute spielen kommt. Hallihallo, nochmal vom Halbfinale. Bandsupporter Contest aus dem JUZ in Langen. Jetzt eine Frankfurter Band auf der Couch nach zweimal Darmstadt. Herzlich willkommen. Und auch ein bisschen härter unterwegs, Certain Skies. Ja, ich habe gesehen Rock, Metal, Metalcore, also das klingt jetzt schon ein bisschen wüster, ne? Ja, wüst ist es definitiv. Wir machen halt, wir versuchen da eine gute Mischung zwischen Melodie, schönen melodischen Parts zu finden, aber auch ein bisschen die härtere Schiene. Also wir machen es ein bisschen ausgewogen, das soll man wiedererkennen, aber es soll auch ein bisschen in die Fresse geben, also es soll schon nach vorne gehen. Wir hatten davor zwei andere Bassisten gehabt. Unser Gitarrist ist auch noch mal später ein bisschen dazugekommen. Und jetzt haben wir aktuell, das ist sein erster Auftritt. Wir haben jetzt neuen Philipp in der Band. Genau. Ja. Und das ist ganz aktuell heute. Genau, ganz aktuell. Genau. Erster Auftritt. Absolute erster Gig. Ja, man, aber es wird richtig geil. Proben haben super gesessen. Und deswegen, wir freuen uns heute hier auch teilnehmen zu dürfen und schon im Halbfinale zu sein. Also, und angefangen besser geht's jetzt. Genau. Besser geht's angefangen nicht. Haben quasi wir beide erstmal zu zweit. Ja. Und dann kam dann der Jan ein bisschen später mit dazu. Und dann, wie gesagt, hat dann ihr Wechsel am Bass. Und jetzt. Genau, Bass hatten wir mittlerweile zwei Wechsel. Wir hatten erst einen Bassist, dann einen anderen und das ist jetzt unser dritter. Seit ein paar Wochen. Also brandneu, aber top motiviert, top vorbereitet. Besser kann es eigentlich momentan gar nicht laufen. Songs wäre jetzt noch das Stichwort für heute Abend. Gegenüber der Vorrunde habt ihr irgendwie was am Set geändert oder an den Songs, was ihr heute Abend wollt? Wir haben die Reihenfolge der Songs geändert, ja, auf jeden Fall. Exklusiv für heute. Exklusiv für heute. Oh,
aus dem wunderschönen langen Bandsupporter Halbfinale, die vierte Band des Abends jetzt auf der Backstage Couch, sage ich einfach mal. Ihr seid Muffin Tops, ne? Wir sind die Muffin Tops, genau. Genau, und ihr macht schon lange Musik, habe ich gesehen. 2014 ging's los. Ja. Und ihr seid in der Besetzung noch zusammen, oder wie sieht's da aus? Nicht ganz, wir sind nicht in der Besetzung gestartet. Es war so, dass, wir sind fast original. Paul und ich, Paul ist unser Gitarrist, ich singe. Wir kennen uns aus der Schulzeit. Mario und Markus kamen dann ein bisschen später dazu, aber wir haben schon in früheren Projekten zusammen Musik gemacht und Daniel ist der Letzte, der dazugestoßen ist. Er setzt unseren alten Schlagzeuger, der beruflich weggezogen ist und insofern ausgestiegen ist. Im Bandsupporter habt ihr, glaube ich, schon ein bisschen Vorahnung. Ich habe gesehen, es ist euer zweites Bandsupporter-Contest. Ja, wir sind schon zum dritten Mal dabei und haben auch so außerhalb von diesem Bandcontest bei Sachen, die von Bandsupporter organisiert sind, immer mal wieder über die Jahre mitgemacht. Generell finden wir Bandsupporter super. Also man hat das Gefühl, die haben wirklich Interesse an Musik und fördern Künstler und so, deswegen sind wir da gerne dabei. Wie war es bei den anderen Bandsupporter-Contests? Wie weit war auch Halbfinale oder Finale noch irgendwo? Nee, wir sind das erste Mal tatsächlich weitergekommen. Wir haben bisher immer nur die Vorrunde gespielt. So, ihr habt ja die erste Vorrunde schon in Aschaffenburg gespielt. Wie war es da so von Frankfurt mit den Leuten in Aschaffenburg? Seid ihr gut klargekommen? War für uns natürlich hart, weil Aschaffenburg ist für uns weit weg. Da kennt uns quasi niemand. Insofern war es fantastisch für uns, da sensationell auch gleich als Erster weiterzukommen. War eine ganz fantastische Sache für uns, auch die Erfahrung zu machen, dass da echt viele Leute, die uns noch nie gehört haben, wirklich begeistert von uns sind. Insofern top. Heute sind wir ein bisschen näher an Frankfurt dran, denke ich, da werden noch ein paar Leute mitgekommen sein. Ja, so ist es. Und musikmäßig heute wird es ähnlich auf das Set rauslaufen von der ersten Runde? Nicht genauso, aber ähnlich. Ich meine, ihr habt ja schon einige Songs jetzt mit zwei CDs eigentlich, wo man abwechseln kann. Wir sind gerade in so einer Phase, wo wir die ersten Songs von unserem neuen Album gerade so ein bisschen live austesten, weil wir zum Teil auch technisch wesentlich anspruchsvoller sind, auch vom Arrangement her. Insofern ist es auch mal so ein bisschen was zum Experimentieren für uns. Aber wir spielen doch relativ was Ähnliches wie in Aschaffenburg.
Frage ist natürlich jetzt, ihr habt eine Runde schon hinter euch, wie habt ihr es empfunden, war es cool als Darmstädter Band mit Darmstädter Fans oder wie, oder einfacher, wie würdet ihr es beurteilen? Also generell, in Darmstadt zu spielen ist immer schön. Man hat es nicht so weit, man kann mit der Bahn kommen. Und tatsächlich war es in der Knabenschule auch sehr schön. Es war nicht so groß, es war angenehm, dadurch war es ziemlich voll, gute Stimmung. Hat Spaß gemacht, ja. Aber die Bühne hier sieht auch ziemlich super aus. Ich würde sagen, wir freuen uns richtig, da jetzt gleich abfahren zu können. Songs, mal so, neu werdet ihr ja wahrscheinlich jetzt nicht dabei haben. Ja, wir sind tatsächlich so ein bisschen im Songwriting aktuell, haben auch da ganz tolle Ansätze, aber jetzt noch nichts, was wir jetzt schon präsentieren wollen, bevor es nicht bis ins Detail ausgefeilt ist. Wir haben unser Set ein bisschen umgestellt im Gegensatz zur Vorrunde, spielen aber an sich die gleichen Songs, bisschen anders strukturiert. Und dort nochmal mit frischer Unterwäsche. Spiel hattet ihr ja schon in der Knabenschule. Wie habt ihr es so empfunden? War es anstrengend weiterzukommen oder war es viel Konkurrenz oder wie habt ihr es so empfunden? Ja. Also zunächst, es war ein klasse Abend, waren super Leute da, auch super Bands. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Trotz der kleinen Location war eine Stimmung dort wie in einem Riesenstadion. Leute haben mitgemacht. Wir haben dort auch unsere Namensvetter, die wir schon von früheren Konzerten schon kannten, die Not My Monkeys getroffen. Insofern auch mit einer Band zu spielen, die wir schon so vorher kannten, war es cool. Einfach war es nicht. Alle Bands waren stark, waren interessantes Publikum, interessante Musik. Und deswegen haben wir uns umso mehr gefreut, den ersten Platz abzuräumen. Man, ihr hattet einen Vorteil, wie ich aus Darmstadt kam, dass ja mehr Leute vielleicht von Darmstadt zu euch gekommen sind aufs Konzert? Oder ist es heute ein Unterschied, dass ihr jetzt in Langenstadt in den Bezahlfinale? Ich denke, es wird kein Unterschied sein. Wir versuchen auch
durch unsere Stimme zu punkten, hauptsächlich durch unsere Abby, die mit ihrer doch markanten und doch durchsetzungsstarken Stimme. Gut, die Monkeys sind ja auch noch am Start heute. Ja, das heißt, das sind also die zwei Local Heroes von Darmstadt heute dann, danke fürs Kompliment. Dann wieder am Start heute. Ne? Das ist eine ganz coole Sache und soweit ist es ja von lange nicht nach Darmstadt jetzt rüber. Ne? Genau. Gut, habt ihr noch was verändert so von den Songs jetzt für heute Abend? Tatsächlich ja. Wir wollen dieses Mal nochmal mit einem neuen Song überraschen. Wo wir versuchen nochmal ein bisschen im Gegensatz zu unseren härteren Stimmungen nochmal eine ruhige Stimmung reinzubringen, noch ein bisschen mehr Kontrast reinzubringen. Aber ansonsten setzen wir auf das altbewährte gute Programm, was wir auch schon gut durchgezogen haben, was die Massen mitreißt. Ich mache das mal rückwärts, leider nicht dabei, kurz in Mainz, jetzt habe ich es hingekriegt, mit 21% der Gesamtstimmen aus Jury und Publikum, Certain Skies, Applaus! Leider auch nicht dabei. Großen Applaus bitte mit 24% The Muffin Tops. So, und jetzt ist es so, wir haben im Endeffekt noch zwei Zahlen, das eine sind 27%, das andere sind 28%. Oh. Und ganz großen Applaus für die Band, die leider nicht weitergekommen ist. Großen Applaus für Red Banana. Und damit im Finale in Mainz nochmal Monkeys. Applaus!